Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserer neunten Nacht, zu unserer neunten Rauhnacht in unserer kosmischen Reise durch die geistige Welt, durch das Geisterland. Wir haben gestern gehört, dass Silvester den Beginn des neuen Jahres zeigt. Warum? Weil eben das der Beginn ist des neuen Jahres. Deshalb hat man ihn aus dieser inneren Weisheit heraus so festgelegt. Und der Name Silvester heißt übrigens wilder Mann und hat deshalb etwas zu tun. Man feiert das heute, oder beziehungsweise Waldmensch, konkret übersetzt. Und man feiert heute in Österreich auch diese Tradition des wilden Mannes, diese Jagd durch den Wald. Und warum eventuell Waldmensch? Weil dieses Schweigen in der Nacht bedeutet, dass der Vater, der geistige Vater, die Erde befruchtet. Und dass wir in dieser Nacht lauschen. Und deshalb ist es der Beginn. Und den hat man eben vor 500, vor 400 Jahren umgelegt vom 24. auf den 1. Und diese wilde Jagd, die führt uns nun hinein am Abend des Neujahrstages, in diese Nacht von dem 1. auf den 2., wo es auch um etwas Wildes geht, nämlich um das Zeichen des Löwen. Und der Löwe ist nun dieses typische Feuerzeichen, das Willenszeichen. Und da haben wir es zu tun mit Wesenheiten, die genau dem entsprechen. Und die wurden von den Griechen, von den eingeweihten Griechen damals im 4. Jahrhundert, die Tronoi genannt, die Throne. Und diese Throne sind diejenigen, von denen Goethe fragt, was ist jene Kraft, die die Welt im Innersten zusammenhält, wo Max Planck gefragt hat, was hält die Atome zusammen. Jetzt sind wir bei diesen Wesenheiten. Diese haben diese Macht, die Erde zusammenzuhalten. Und wir begegnen jetzt in dem Traumlied des Olaf Ostersson auch einer weiteren Macht, nämlich einem Erzengel, den wir gut kennen. Und deshalb wollen wir das kurz hören. Und es geht dabei um den Kampf, der auch geführt wird in der geistigen Welt. Von Norden her, in wilden Scharen, da kamen geritten böse Geister, vom Höllenfürsten angeleitet, in Bruxwalin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Was aus dem Norden kam, das schien vor allem böse. Voran ritt er, der Höllenfürst, auf seinem schwarzen Rosse. In Bruxwalin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Doch aus dem Süden kamen in hehrer Ruhe andere Scharen. Es ritt voran Sankt Michael an Jesu Christi Seite. In Bruxwalin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Michael, dieser Erzengel Michael, es gibt ja auch vier Erzengel, die die Jahreszeiten lenken und sieben Erzengel, die den Planeten zugeordnet sind und sieben Metallen. Dieser Michael als Willensfürst steht für eine neue Kraft in der Welt. Wir sind jetzt auch im Michael-Zeitalter und diese Willenskraft kommt von den Thronen, diesen Tronoi. Das, was sie ausstrahlen, ist Wille. Und wenn wir uns fragen, woher wir unsere Willenskraft bekommen, das zu tun, um den Tag und das Leben erfolgreich zu machen, so können wir uns an diesem Tag erinnern, dass es diese mächtigen Wesenheiten sind, dass das Willensfeuer, die Willenskraft nicht etwas Abstraktes ist, sondern dass das tagtäglich in dir, in jeder Sekunde dir zur Verfügung steht. Und dieses zur Verfügung stehen ist auch vor Urzeiten geschehen durch ein Opfer dieser Throne. Sie haben etwas geschenkt, hingegeben. Und was das Ergebnis war, war die Willenskraft für uns, die jetzt auch Michael verwendet als ein Willenswesen, uns mit zu unterstützen in unserem Kampf gegen diese inneren und äußeren Feinde. Und eine Kraft ist damit verbunden mit dieser Willenskraft, den Thronen und Michael. Das ist Tapferkeit und Mut. Und deshalb kann dieser Tag dich daran erinnern, uns daran erinnern, an diese Wesenheiten, wo wir, wenn wir unseren Willen bewusst benutzen, uns erinnern, dass wir damit ein göttliches Geschenk verwenden, eine Kraft, die nicht selbstverständlich ist. Diese Kraft, die die Welt im Innersten zusammenhält. Und wenn du dich darauf besinnst, dann kannst du dir vorstellen, dass auch du in dieser Welt, wenn du willst, unglaublich viel bewegen kannst. Du bist nicht ohne Macht, sondern du trägst eine gewaltige Macht in dir, die du zum Guten oder zum Bösen verwenden kannst.
In diesem Sinne des Guten und des Mutes und der Tapferkeit, das Gute in dieser Welt zu verwirklichen, wünsche ich dir einen gesegneten 9. heiligen Tag.